Und hallo alle zusammen, mein Name ist Vlad A4, gelernt Kabirkov, und heute hat A4 Production eine riesige Herausforderung für uns vorbereitet. Sie haben mit einem Kindergarten vereinbart, dass sie uns alle, als Erzieherinnen arbeiten lassen. Und deswegen werden wir heute den ganzen Tag mit den Kleinen verbringen. Was glaubt ihr, wie sie sind? So etwa? Größe. Oder ein bisschen größer? Ich glaube, noch ein bisschen größer. Na, dann denke ich, das sollte kein Problem sein. Du verstehst, ich, in dem Alter war ich der Allerwildeste. Ich habe geschrien, gebrüllt, bin herumgerannt und gesprungen. Und ich erst. Man muss sie immer im Auge behalten. Sie können sogar ein Kabel durchbeißen. Oh Mann, das habe ich mir anders vorgestellt. Aber gut, dann legen wir mal los. Guten Tag. Guten Tag, Jungs. Wir haben schon auf euch gewartet. Ja, und wie hier sind wir. Wie ist eure Stimmung? Kampfbereit? Ja, wir sind kampfbereit. Wir sind mit den Kindern auf einer Wellenlänge und ich denke, wir schaffen das. Das denkt ihr nur. Mit unseren Kleinen wird es nicht einfach sein. Kein Problem. Ich zeige Ihnen ein paar TikToks und ihr werdet gar nicht bemerken, wie wir Freunde werden. Ich glaube, das wird mega easy. Wir können doch wohl locker 24 Stunden als Babysitter verbringen. Oh, Jungs, hätten alle euer Selbstvertrauen. Aber ihr wisst noch nicht, wie das geht. Wie wäre es mit einer Wette um $1000, dass am Ende des Tages alle Kinder von uns begeistert sein werden? Und ich nehme an. Wofür geben wir sie aus? Sneakers. Nicht schlecht, aber vielleicht fahren wir auch. Nicht so eilig. Ich bin sicher, dass ihr nicht jedem gefallen werdet. Kommt jetzt, ich stelle euch der Gruppe vor. Oder wir kaufen vielleicht etwas ganz anderes. Na Jungs, stellt euch vor, da sind unsere Kinder. Kinder, Achtung! Das hier sind eure neue Babysitter für heute. Benehmt euch gut mit ihnen. Hallo, Leute. Oh, heute haben wir neue Babysitter. Das bedeutet, wir können tun, was wir wollen. Ja! Gut, Jungs, ich werde euch nicht stören. Macht eure Arbeit. Okay, lasst uns mal uns einander vorstellen. Ich heiße Vlad, das ist Glent und das ist Kabirkov. Okay, Leute, und wie heißt ihr? Stopp! Lasst uns ein bisschen spielen. Wir versuchen, euren Namen zu erraten. Und wenn ihr es nicht erratet? Dann dürft ihr mich mit einer Wasserpistole abschießen. Geil, oder? Ja! Ich hab gesagt, wir werden uns verstehen. Nicht André, oder? Nein? Nein, vielleicht Boris. Ja! Oh, viel Glück. Okay, komm her. Boris, komm zu mir her. Oh, so, das war's. Jetzt geh zu Onkel Kabirkov. Gib mir deine Hand hier. Ich mache ein Foto von dir. Xenia! Ja! Oh, beim ersten Mal erraten. Xenia? Wir haben alle gemerkt. Gut gemacht, wir haben uns mit allen bekannt gemacht und jetzt wird's für die Kleinen Zeit fürs Frühstück. Leute, ab in die Kantine. Essen, essen, essen. So, Kinderchen, es ist Zeit zu essen. Hier ist euer Brei, halt, fang. Hierher. Guten Appetit, esst alles auf, bitte, Kinder. Ich will das nicht, esst euren Brei auch selbst. Aber ich mag es mit Klüppchen. Verdammt, ich verstehe nicht, wie man sie zum Essen bringen soll. Wie denn, Mann? Allzu klein, was haben wir das für Mama, für Papa und für Oma gesagt? Na, wenn du so schlau bist, dann geh doch und versuch selbst. Genau, los. Na, gleich mach's jetzt, ne? Ja, los. Für Leon in Bravel Stars, nun einen Löffel für 1 Million Abonnenten auf TikTok. Vielleicht willst du, dass ich dich mit dem Lamm herumfahre, hm? Oder vielleicht willst du einen Gyro-Scooter, ich schenke dir einen. Nein. Vielleicht interessiert dich ja Geld. Nein. Alles klar, ich bin machtlos, Jungs, geht und regelt das selber. Ich habe ihnen alles Mögliche für einen Löffel Brei angeboten. Man muss mit ihnen umgehen, als wären sie Erwachsene. Ernsthaft Verhandlungen führen und sprechen. Schau zu. Also, Damen und Herren, mein Name ist Herr Papier und ich komme zu Ihnen mit einem ernsthaften Angebot. Wir sind alle gebildete Menschen, also nehmen wir diesen Löffel in die rechte Hand und fangen an zu essen. Los. Leute, Sie haben mich mit Brei beworfen. Nicht funktioniert. Helft mir. Ach, ihr Jungs versteht gar nichts. Ich zeige euch, wie das geht. Also Leute, ich schlage euch eine Herausforderung vor. Ich alleine gegen euren Anführer. Wer von uns den Brei schneller isst, gewinnt. Wenn ich gewinne, isst ihr alle den Brei. Und wenn er gewinnt, dann alles, was ihr wollt, sogar Chips. Also, wer tritt gegen mich an? Du, na dann, auf 3. 1, 2, 3. Ich habe gewonnen! So, denn ich habe gewonnen, also müsst ihr jetzt alle den Brei essen. Also rückt den Teller ran und lasst es euch gut schmecken. Na Jungs, seht ihr, alle essen jetzt. Ja, Kabirkov, tatsächlich, das hast du gut gemacht. Aber Jungs, was kommt als nächstes? Das war ja nur das Frühstück.
Diese Kinder sind so ungehorsam und unruhig. Genau wie diese Zuschauer, die den Kanal nicht abonniert haben. Genau das Gleiche. Ja, 1:1. Die sitzen da, schauen zu und abonnieren nicht. Okay, ich schlage vor, wir spielen ein Spiel mit denen, die den Kanal nicht abonniert haben. Übrigens, ihr seid 46%, fast die Hälfte. Denkt euch jetzt eine Zahl aus von 1 bis 5. Los, 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 los. Okay, gemerkt? So, und jetzt, wenn ich eure Zahl errate, werdet ihr abonnieren, okay? Und die, die schon abonniert sind, können auch bei diesem Spiel mitmachen, nur so aus Neugier. Also, ich nenne jetzt die Zahl 3. Aha, na, haben wir die gleichen Gedanken? Alles klar, du hast es versprochen, abonniere jetzt und ich werde mich freuen. Wie hast du das erraten? Ich habe auch dreimal erraten. Echt jetzt? Weil wir auf derselben Wellenlänge sind. Wir wollen spielen. Lass uns blinde Katze spielen. Nee, Mann, wir sind schon zu alt für Spiele, oder? Aber mit euch wird es interessanter sein. Na gut, sagt mir, was ich zu tun habe. Ihr müsst uns mit verbundenen Augen fangen. Lass uns schnell diese Knirpse fangen und dann weiter chillen. Okay. Na los, lauf weg, ich werde euch gleich fangen. Leute, auf geht's, folgt dem Geräusch. Fangen Sie. Jo, wo sind Sie? Ah, oh, gefangen. Nee, Kabikopf, das bist du. Sie sind schon hinter uns. Wo bist du, hä? Oh. Hey, ich werde dich gleich fangen. Bleib stehen. Also, ich fange. So. Hey, habt ihr euch versteckt? Das ist nicht fair. Das ist nicht mehr lustig. Wo seid ihr? Warum seid ihr so still? Gebt uns einen Tipp zumindest. Euch kann man überhaupt nicht finden. Leute, das ist unfair. Hey! Habt ihr das gehört? Die Tür ist zugegangen. Hinter ihnen her, schnell. Leute, wo seid ihr? Reingehen, schnell. Warum grinst ihr so, ha? Wenn ihr noch einmal weggeht, dann werden wir euch bestrafen. Und wir werden alles der Direktorin erzählen. So. Langsam, Leute, wartet. Wir wollen nur Freunde sein. Ihr seid doch keine Petzen, oder? Wie Kabi Koffe, ja? Hey, was soll das? Ich schlage vor, wir hören aufeinander und streiten uns nicht, okay? Ja! Na, das klingt doch schon besser, ha? Gut gemacht. Ach, Freundin, in unserem Salon ist irgendwie gar niemand. Ja, wir brauchen ein Modell. Lass uns einen von unseren Babysitter einladen. Ja, gute Idee. Los geht's. Babysitter Kobikov, wir möchten Sie in unseren Schönheitssalon einladen. In den Schönheitssalon? Nein, wisst ihr, ich bin gerade beschäftigt. Fragt jemand anderen. Und was machen Sie da? In Signokia rumhängen? Nun ja, das ist wichtig. Ich suche euch dort eure Empfehlungen, Trends und so weiter. Spiel doch! Dann erzählen wir alles der Direktorin, dass sie nicht mit uns spielen. Nicht der Direktorin erzählen. Okay, gehen wir. Was muss ich da machen? Wir werden aus Ihnen einen Schönling machen. Zuerst ändern wir die Frisur. Mädchen, seid ihr sicher, dass es schön ist? Vielleicht machen wir eine männliche Frisur, bitte. Aber wir sind ein Damenschönheitssalon. Nun, dann habe ich nichts dagegen. Okay. Und jetzt kümmern wir uns um das Gesicht. Hey, was ist mit Lippenstift? Natürlich, machen Sie sich keine Sorgen. Es wird schön sein. Kabikov, hast du nicht okay, ich werde euch nicht stören. Das ist eine Falle. Jetzt wird er alles erzählen. Wir könnten auch die Nägel lackieren. Fertig, das macht dann $10. $10? Muss ich auch dafür bezahlen? Was dachten Sie denn? Natürlich. Okay, ich laufe schnell und hole meinen Geldbeutel. Erfolgreiche Arbeit. So, Mädchen, hier habt ihr das Geld. Gut gemacht. Geld zu verdienen ist gut. Ich muss jetzt los. Gib mir 5. Kinder, heute haben wir laut Plantanzunterricht. Wir werden tanzen. Also, Jungs, auf die Knie. Jetzt die Hände auf den Rücken und eine Hand so nach oben. Alles richtig. Und ihr Mädchen fängt an, sich um euch zu drehen. Und jetzt aufstehen. Hände auf die Schultern des anderen. 2 Schritte nach links. 1. 2. Nach rechts. 1. 2. Und Jungs, wieder aufs Knie. Mädchen drehen sich umher. Und jetzt zur Musik. Los geht's. Sehr gut, sehr gut. Babysitter Glenn, meine Nase läuft. Dabei hilft dir Babysitter Vlad. Was? Wie soll ich dabei denn helfen? Seine Nase läuft, man muss sich schnäuzen, nicht wahr, Boris? Nein, das machen wir mit Schere, Stein, Papier. 1, 2, 3. Oh, und jetzt wird Babysitter Vlad dir die Nase putzen. Komm her, setz dich. Na gut, bereit? Ganz fest. 1, 2, 3. Danke.
und so weiter tanzen, nicht nachlassen. Babysitter Glenn, wir haben vergessen, wie man tanzt. Zeigen Sie uns. Ja, klar, ich werde der Junge sein und Vlad das Mädchen. Okay, also die Kinder vergessen, wie man tanzt. Los, los, wir zeigen es. Rücke gerade halten. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und jetzt die Drehung. Aha, und jetzt 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und jetzt stehen wir auf und die Hände auf die Schultern. Und nach links. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Moritz, filmst du oder was? Warum hast du ein Handy im Kindergarten? Genug gelacht. Ruhig jetzt. Hast du das gesehen? Wir werden euch jetzt auffilmen. Also zurück in die Ausgangsposition. Schnell paarweise aufstellen. Los, film, film. Sie kommen. Ich filme euch jetzt. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aber das ist jetzt ein Handy. Mutter von Boris, entschuldigen Sie uns bitte. Wir bitten um Verzeihung. Wie konnten wir nur? Wir waren ein bisschen übereifrig, aber wir kümmern uns um die Kinder. So, Kinder, weitermachen. Auf geht's. Weitermachen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Auf geht's, kommen wir tanzen. Jetzt, Leute, erwartet uns eine sehr spannende Aktivität. Dafür brauchen wir T-Shirts und Farbe. Ihr malt doch gerne, oder? Ja! Na dann super, wir werden T-Shirts bemalen und jeder von euch kann seine Kreativität und sein Talent zeigen. Diese T-Shirts hier. Ich mag diese T-Shirts nicht, ich will andere. Ich mag diese T-Shirts auch nicht. Oh, aber wir haben keine anderen, versteht ihr? Wir haben keine anderen, Leute. Wie, ihr habt keine und eure? Aber das sind doch unsere. Und sie sind auch noch sehr teuer. Mir scheint, das ist eine großartige Idee. Wirklich? Sie beschweren sich bei der Direktorin, wir müssen nett zu ihnen sein. Los, Jungs, an die Pinsel, los. So, und was schreibst du da? Blatt. Oha. Ja, gut gemacht. Xenia, was malst du da? Die Sonne. Aber sei vorsichtig, Xenia, nicht kleckern. Na, was soll ich sagen? Die Rechtschreibung musst du noch üben. Vlad hat hier 3 Buchstaben. Konzeptionell. VLD. Jetzt bin ich VLD A4. Und was machst du da? A4. Verstehe, Vlad. Koberko. Passt nicht. Okay, dann mit einem Zeilenumbruch. Ich finde, das ist einfach der Hammer. Schaut mal, wie viele Sterne. Ha? Ja, es ist schon mal, gut, aber meins ist viel besser als bei dir. Seht euch an, wie bunt und leuchtend und sommerlich meins ist. Also tatsächlich könnte dein T-Shirt gewinnen, weil es A4 drauf hat. Auf meinem ist auch A4. Nein, mein T-Shirt ist definitiv besser. Nee, meins ist am coolsten, wirklich. Nein, Jungs, meins ist objektiv das Beste. Also Jungs, setzt euch an den Tisch, hier beginnt ein ernsthafter Streit. Ich weiß, wer uns entscheiden wird. Ihr, die Abonnenten, schreibt in den Kommentaren, wessen T-Shirt am coolsten geworden ist. A4. Glent. Oder Kobjakov. Schreibt es in die Kommentare. Aber jetzt kommt unsere nächste Aktion, Jungs. Und ich weiß, sie wird euch gefallen. Ihr werdet nicht glauben, was wir jetzt machen werden. Wir werden lernen, wie man Schuhe bindet. Was? Ich sehe keine Begeisterung in euren Gesichtern. Ich kann es nicht aufstehen. Jungs, was ist los? Das ist sehr wichtig. Wisst ihr, was passieren kann, wenn sich die Schnürsenkel plötzlich lösen? Sie könnten in der U-Bahn-Tür stecken bleiben oder im Aufzug. Deshalb lasst es uns lernen. Hier, ein rosa für dich, ein rosa für dich und blaue für die Jungs. Ein blaues für dich, ein blaues für dich und na, wir haben nicht genug. Und jetzt kommt die Challenge. Mal schauen, ob ihr es schafft, die Schnürsenkel in einer Minute zu binden. Los geht's! Die Zeit läuft, läuft. Es wird toll. Jungs, ihr macht das super. Ich hab genug von diesen Schnürsenkeln. Noch 20 Sekunden. Ich bin fertig. Ich auch. Stopp. Die Zeit ist um. Lasst uns mal sehen, was ihr geschafft habt. Naja, so wird das nichts, Jungs. Seht her, wie es richtig geht. Wir nehmen die beiden Enden, machen so. Halten sie mit den Fingern fest. Machen eine Schlaufe und mit den anderen Enden so. Fertig. Also probieren wir es nochmal. Los, los, los. Ihr habt eine Minute, um sie wieder zu lösen und neu zu binden. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Tick-Tack, Tick-Tack. Lass uns mit etwas anderem beschäftigen, während sie üben. Okay, Jungs, ihr habt 5 Minuten. Lass uns schnell eine Runde Brawl Stars spielen. Lass uns unter den Tisch kreichen und ihre Schnürsenkel am Tisch festbinden. Cool, sie werden aufstehen und Bumm machen. Wo bist du, Kabikov? Hallo? Los, los, los! Eine Sekunde, fertig! Vlad, Vlad, bring uns Wasser, wir sind so durstig! Durst quält dich! Okay, ich bring euch etwas. Hey! Was ist passiert? Ich bin gefallen, jemand hat mich festgebunden. Ihr kleinen Racker, habt ihr es gelernt, die Schnürsenkel zu binden? Ich krieg euch noch und ich bin auch festgebunden. Hä? Ich bin nicht festgebunden, ich bin nicht festgebunden. Fang sie, Kabirko! Fang sie! Warte! Na? Hey, zieh dich an den Tisch, ich komm hier nicht weg. Lass mich ja helfen. Kinder, alle hierher, sofort, dahin. So, bald gibt es Mittagessen und es wäre besser für euch, uns nicht zu ärgern, sonst bekommt ihr kein Essen, klar.
Also hört zu, helft mal, Jungs. Und ihr, schnell in die Kantine. Warum seid ihr so unzufrieden? Was stimmt nicht mit der Pilzsuppe? Sowas essen wir nicht. Aber das ist doch lecker. Kabyokov, wie findest du's? Ja, bestimmt. Ich könnte jetzt alle 4 Portionen essen. Na bitte, nehmt euch ein Beispiel an Pummelchen. Fangt ihr schon wieder an? Wir geben euch jetzt gar nichts, Mann. Und wir werden alles der Direktorin erzählen. Okay, okay, okay. Leute, sagt, was ihr wollt. Alle Leckerheiten von Schokolade, Pizza und Cola. Stopp. Pizza, Kuchen, Schokolade, Süßigkeiten. Jungs, ich habe eine Idee. Mögt ihr Herausforderungen? Ja! Dann machen wir es so. Wir werden mit dem Glücksrad bestimmen, was ihr essen werdet. Einverstanden? Ja! Super, bring es her, schnell. Wollt ihr ein bisschen Spaß und Afia Production dazu mischen? Ja! Kabyokov, bring unsere Version mit. Leute, bevor wir mit der Challenge einbeginnen, lasst uns eins klarstellen. Was immer das Glücksrad zeigt, ihr müsst es auf jeden Fall essen. Ja! Mutige Kinder. Wer ist der Erste? Ich. Okay. Oh, mal schauen. Pizza ist weg und wir haben Chicken Nuggets. Juhu! Hier bitte. Glück gehabt. Glückspilz. Sehr lecker. Xenia, du bist dran. Hoffentlich hast du Glück. Dreh kräftig dran. Los. Kartoffelpüree mit Würstchen. Sind zwar keine Nuggets, aber auch keine Kohlrouladen. Ich bringe es gleich. Bitte? Na, wie ist das? Man kann's essen. Super. Alissa, du bist die Nächste. Das Glücksrad. Und Burger. Burger hat. Jackpot. Wow. Ja, bitte. Das ist ja ein echter Krabbenburger. Oh, genial. Jetzt du. Na los, Finalist. Was willst du? Pizza. Keine schlechte Wahl. Und was wird es werden? Nee, wirklich, so viel Glück auf Pizza kann man nicht haben. Oh mein Gott, so nah an der Pizza. Und? Naja, Frikadelle mit Reis ist auch okay. Hier ist... Jungs, das habt ihr wirklich super gemacht. War das nicht viel interessanter, so zu essen? Ja. Ja. Das müsst ihr unbedingt der Direktorin sagen, okay? Und Frau Direktor müsst ihr das unbedingt sagen, dass es Spaß gemacht hat. Esst zu Ende, Leute, und ich erwarte euch zum Mittagsschlaf. Aber das ist ein Muss. Vor allem nach dem Essen. Esst, Kinder, esst. Diese Kinder treiben mich einfach in den Wahnsinn. Wir sind einen halben Tag zusammen und ich will sie schon... Beruhig dich. Also, Jungs, gib es zu. Wir sind anständige Diplomaten. Wir müssen durchhalten. Wir bereiten uns auf die Ruhe. Alles ist gut. So, was geht hier vor? Hey, Leute, was ist das für eine Kissenschlacht? Stopp. Wisst ihr was? Kissen sind dazu da, um drauf zu schlafen. Schlaf ist gesund, los. Spielt bitte mit uns Kissenschlacht. Bitte. Nur dieses eine Mal und danach geht ihr sofort schlafen, okay? Einverstanden. Aber lasst uns eine moderne Version spielen, okay? Wie? Ich werde es euch jetzt erklären. Leute, seid ihr bereit? Ja. Derjenige hat verloren, der den Teppich zuerst verlässt, okay? Ja. Los geht's. Auf geht's, komm. Mach schon. Schlag geht, komm, ja. Kabyokov. Weiter, halte durch. So, gut, du drängst ihn zurück. Schlag ihn, ja, du bist der Beste. Los, jetzt ja, komm, lass komm, dich an. Komm, stopp, noch ein bisschen. Stopp. Ja, wir haben gewonnen. Team Glend hat verloren. Ja. Ja, gewonnen. Runter da. Ich gratuliere den Gewinnern. Nächstes Mal werden wir gewinnen, keine Sorge. Okay, Jungs, los, jetzt ab ins Bett. Wir haben uns drauf geeinigt. Ihr habt uns versprochen zu schlafen. Wir wollen ein Märchen. Ein Märchen? Na gut, ihr bekommt ein Märchen. Aber ich will, dass ihr alle schon unter der Decke liegt, wenn ich das Buch hole. Ihr habt gemacht? Ja. Aufs Bett. Und wir werden darauf achten. Also Schuhe ausziehen, unter die Decke. Hast du Kabyokov nicht gehört? Sie zogen und zogen. Plötzlich sahen sie einen Kater, saß auf der Straße. Traurig. Ich bin alt geworden, sagte der Kater. Ich kann nicht mehr Mäuse fangen. Deshalb hat mich die Besitzerin rausgeworfen. Kommt mit uns nach Bremen, schlug der Esel vor. Ich werde dort singen und Gitarre spielen. Der Hund trommelt. Und dann kannst du die Geige spielen. Der Kater freut sich und ging mit ihnen. Sie lebten in ihrem Haus und lebten glücklich. Schau mal, sie sind eingeschlafen. Lass uns etwas mit ihnen anstellen. Ich habe eine Idee. Los geht's. Das sieht cool aus, Babysittern sie klopft. Die Flossen passen ihm perfekt. Die Schönheitsbabysitterin. Aufwachen, Leute! Was ist das für ein Blödsinn? Warum habe ich Flossen an? Warum hat Glenn deine Perücke an? Wieso ich?
Bah, diese Kinder haben uns reingelegt. Ich weiß nicht, warum sie das mit euch gemacht haben. Mir scheint alles in Ordnung zu sein. Ja, alles in Ordnung, hundertprozentig. Okay, Jungs, helft mir, meine Schuhe zu finden. Sie haben die irgendwo versteckt. Kabikov, übrigens, du bist jetzt ein Fünfauge. Warum? Los, hilf mir, die zu einem Schutz finden. Diese kleinen Biester. Hey, Jungs, das muss ich erstmal vereinfachen lassen. Hier sind die deinen Turnschuhe. Dankeschön. Die Kinder können wirklich nerven, oder? Verdammt, wir müssen noch mit ihnen... Was ist das auf meiner Stirn? Hier ist ein fünftes Auge. Ach was, du siehst damit sogar ein bisschen schlauer aus. Ich werde bald explodieren und dann wird es ihnen schlecht gehen. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ich glaube, wir müssen ein bisschen schlauer sein. Wir sind doch Erwachsene. Wir müssen uns etwas Cleveres ausdenken und diese Challenge auf jeden Fall gewinnen. Wir haben doch so viele Pläne dafür, oder nicht? Lass uns den Animatoren verkleiden, Süßigkeiten kaufen und ihnen ein Fest ausrichten. Das wäre doch geschummelt. Das würde jedem Kind gefallen. Genau, das wollen wir ja. Während sie schlafen, lass uns vorbereiten. Schneller, zieht euch um. Und wo sind unsere Babysitter? Kinder, heute nur für euch. Vladafir, Gelernt, Kabikov, Firmenfeiern, Partys. Wir haben beschlossen, euch ein Fest zu veranstalten. Schaut nur diese Ballons. Mädchen, nehmt euch eine Blume, ein Hund. Kommt zu uns, stellt euch auf. Und Glenn, los. Und jetzt schlage ich für uns ein wenig zu bewegen und zu tanzen. Folgt mir und eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, hoppla, juhu, cool, ey. Gut gemacht. Na, wie findet ihr es, Kinder? Gefällt es euch? Ja! Wow, cool. Kabikov, du bist an der Reihe. Kinder, ihr habt so toll getanzt, dass wir eine weitere Überraschung für euch haben. Schließt jetzt bitte eure Augen und zählt bis 10. Und ich gehe und werde sie gleich holen. Eins, zwei, neun, zehn. Hoppla! Schaut her, das ist eure Torte. Lasst uns schnell zum Tisch gehen. Ciao. Leute, wahrscheinlich wird euch das niemand sonst im Leben sagen, aber ihr dürft euch jedes Stück des Kuchens nehmen. Kommt schon, bedient euch. Kommt schon, nehmt. Los, macht schon, zögert nicht. Nun, wie ist es? Schmeckt's? Super. Und wie findest du's? Einfach Bombe. Fantastisch. Super. Ich hab das Gefühl, wir kriegen das hin. Die 1000 Dollar sind schon fast in der Tasche. Also Kinder, was ist? Ihr isst schön und wir werden uns umziehen, ja? Los, Pferdchen, schneller! Noch schneller! Ich kann nicht schneller! Komm schon! Hey, los, langsam! Oh, jetzt springt das Pferdchen! Yo! Na, Sar, ich bin so müde. Reicht's nicht langsam? Und jetzt wird der Elefant sich trampeln. Was für ein Elefant? Nein, nicht der Elefant. Stopp, halt, alles genug jetzt. So, Patient, jetzt werden wir deine Gesundheit überprüfen. Atmen. Unser Patient wird gesund. Jetzt bleibt nur noch eine kleine Spritze. Eine Spritze? Warte mal, was ist mit euch? Was ist denn das, Leute? Jungs, die Mädchen haben plötzlich einen Ausschlag im Gesicht bekommen. Hey, zeig her, zeig dein Gesicht. Meine Güte, hat's auch. Oh, zeig her. Autsch, Kabikov, konntest du keinen normalen Kuchen kaufen? Ich habe eigentlich einen normalen Kuchen gekauft. Vielleicht sind sie gegen etwas anderes allergisch. Jetzt ist es nicht Zeit zu schreiten. Wir müssen etwas unternehmen. Wenn die dicht sind, dann sind wir geliefert. Ich habe hier etwas gesehen. Oh. Jungs, kommt alle her. Kommt hierher. Das ist Schminkfarbe. Jetzt werden wir euch allerlei Kätzchen auf die Gesichter malen. Tiger, verschiedene Tiere. Wir malen alles, was ihr wollt, Leute. Kann ich ein Zebra sein? Ja, klar. Kann ich ein Tiger sein? Natürlich. Und kann ich ein Hündchen sein? Perfekte Wahl. Also, Kinder, lasst uns zum Tisch gehen. Kommt schon. Das ist eigentlich eine geniale Idee. Wir können alles verdecken. Hör zu, hast du gesehen, wie ich in den Videos male? Nein. Deshalb wird jetzt alles super. Jetzt machen wir's. Wir werden gleich ein riesen Zebra haben. Mehr Farbe auf die Wangen. So, das Wichtigste haben wir verdeckt. Oh, besser gesagt, verschmiert. Jungs, sowas habe ich noch nie gemacht. Ich auch nicht. Wisst ihr, was ich denke? Das ist alles dank der Abonnenten. Das ist alles dank euch, Leute. Wir haben so viele von euch. Wir drehen so oft Videos und landen so oft in ungewöhnlichen Situationen. Hört nicht auf, Leute. Abonniert den Kanal. Übrigens, seid ihr abonniert? Ja, natürlich. Da war ich mir auch selbst sicher. Bei mir ist alles fertig, Glenn. Sieht das aus wie ein Zebra? Ja, es sieht sehr ähnlich aus. Wer werde meinen? Ein echter Tiger. Und ich bin auch fertig. Ein Hund. Ja. Kabikov, du hast dein Kind noch gar nicht geschminkt.
Ist das die Direktorin, die da kommt, oder was? Verdammt, das gibt Ärger. Wir müssen schnell verstecken. Schneller, versteck sie. Alles gut, Leute. Ein cooler Hund. Wer hat das gemacht? Ah, ich. Wenn was ist, sagt der Direktorin, dass wir Spaß hatten. Die Direktorin kommt schon. Schickt sie zur Tür. Schneller. Wo sind meine Kinder? Wir sind hier. Guten Tag, Kinder. Guten Tag. Oh, wie schön. Wie geht es euch? Super. Ja, es macht uns sehr viel Spaß. Schau, wir hatten Spaß. Wir haben nur Kuchen gegessen und auf unseren Gesichten... Diese wunderbaren Zeichnungen, gell? Ja? Ja, nach dem Kuchen haben wir uns mit der Gesichtsfarbe beschäftigt. Eins, zwei, drei, wart mal. Und wo ist noch ein Kind? Ich weiß es. Wo? Das Mädchen Alisa, richtig? Ja. Sie musste aufs Klo und Krebikow hat sie begleitet. Aha, genau. Stimmt. Passen Sie auf, dass alles in Ordnung ist. Keine Sorge, wir kommen leicht mit Ihren Kindern zurecht, Kinder, richtig? Ohne Kinder? Ja! Ja, sehen Sie. Ja. Mal sehen. Jungs, ihr seid einfach die Besten. Superman. Geht und sucht, ich werde die Kinder aufpassen. Krabikov, komm her, Mann. Na, spielen wir oder was? Ja. Los geht's. Aber warum leuchten Katzenaugen? Na, ich weiß nicht. Vielleicht wird das Licht reflektiert, oder? Und warum ist Gras grün? Na, das hat die Natur so gemacht. Und warum hat die Natur das gemacht? Mann, ich denk nicht drüber nach. Vergiss solche Fragen. Es ist grün und fertig, okay? Geh und spiel mit den anderen. Los, mach schon, okay? Leute, ich kann nicht mehr. Ah, Mark, der Tag wird schon bald vorbei sein und dann kommen ihre Eltern. Ich kann es kaum noch erwarten. Wie lange noch? Lasst uns Verstecken spielen. Verstecken? Seid ihr verrückt geworden? Ihr seid einfach hyperaktiv. Ihr könnt euch verirren, wir werden euch nie finden. Und dann sind wir dran. Kein Verstecken. Bitte verstecken. Bitte. Stopp. Gar nicht mehr. Was tun? Ich habe eine Idee. Ich denke, ihr werdet mir zustimmen. Welche? Ich schlage eine Pause-Challenge für $1000 vor. Natürlich, 1000 Dollar. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Jungs, seid ihr einverstanden? Ja, ich stimme zu. Pause. Ruhe. Na gut, eine Stunde steht ihr still. Natürlich, für $1000. Oh. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass er das schafft. Wir sind Profis. Um ehrlich zu sein, habe ich die Kinder sogar angestiftet, frecher zu euch zu sein. Ach so, das haben wir gar nicht bemerkt. Ja, überhaupt nicht. Kinder, hat es euch gefallen? Ja! Oh, wir haben sogar etwas gelernt. Schaut her. Und mein Junge fährt in einem Auto auf der Autobahn der Straßen nach dem Land. So, das war's. Vielleicht kommt ihr morgen wieder. Nein, wir haben zu tun in der nächsten Dreh. Ja. Oh, perfekt, danke. Es war angenehm, mit euch zu tun zu haben. Jetzt werden wir uns von den Kindern verabschieden, okay? Okay. Kinder, es war nett, euch kennenzulernen. Wirklich, es war so einfach, Mann. Sie ist weg. Ja, Leute, das war ein interessantes Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Und nun, das war ich. Mein Name ist Vladafir. Gelernt, Gabikov. Bis zum nächsten Mal! Gelind, Gepikov, Gelind, Lattapierchen. Gelind, Gepikov, Gelind, Lattapierchen. Ich sitze in meinem Labor und nicht in deiner Kirche.